Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich möchte die kleine Serie Der Neue in der Apple-Welt heute mal ein bisschen fortführen. Ich habe ja damals, als ich den YouTube-Kanal eröffnet habe, damit begonnen, als ich mir den Mac Mini M1 gekauft habe und zum ersten Mal mit Apple und macOS in dem Fall in Berührung kam. Und auch dazu wird es noch weitere Videos geben, da sind wir nämlich noch nicht am Ende. Aber jetzt schiebe ich den nächsten Schritt dazwischen. Ich habe mir nämlich ein iPhone gekauft. Ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, wisst ihr das schon. Und heute soll es eben darum gehen. Leider kann ich mich in meinen Videos auch gern mal ein bisschen ausschweifen. Deswegen geht es heute jetzt rein mal nur um den Grund, warum habe ich es getan und warum finde ich das iPhone, das ich mir schlussendlich gekauft habe, gut und was hat es denn gekostet und Pipapo, ihr wisst, was ich meine. Schaut es euch einfach an, wenn es euch interessiert. Wir sehen uns nach dem Intro. Ja, und beginnen damit möchte ich mit der Frage, warum habe ich mir überhaupt ein iPhone gekauft? Und die ist ganz einfach beantwortet. Ich meine, ich habe im Februar einen YouTube-Kanal eröffnet und ich möchte einfach gern wissen, worüber ich spreche. Ich habe keine Lust, Videos rauszubringen mit tollen Videosequenzen und Animationen und tollen Text und warum sollst du dies nicht und warum ist das schlecht und warum ist das gut und eigentlich habe ich das Teil gar nicht in der Hand gehabt und weiß nicht, wovon ich rede. Davon haben wir schon sehr viel da draußen, wirklich, und nee, brauche ich nicht, mag ich nicht. Deswegen war das für mich einfach der nächste logische Schritt. Ich habe keins da, ich brauche es aber. Zum Beispiel das AirTags-Video, was ich rausgehauen habe, wäre ohne gar nicht möglich gewesen. Und die zweite Sache ist natürlich das persönliche Interesse. Ich war schon immer irgendwie geil drauf, mein iPhone mein eigen zu nennen und das einfach mal auszuprobieren, ja, und auch iOS mal kennenzulernen. Aber war bis jetzt einfach immer zu geizig dazu. Und im Zuge des YouTube-Kanals hat sich das jetzt einfach ergeben. Ich habe mich da mal intensiver damit beschäftigt und dann habe ich gesehen, hey, das geht ja doch. Man kommt wirklich für vernünftiges Geld an vernünftige Hardware ran, selbst wenn Apple draufsteht und es funktioniert. Also habe ich es durchgezogen, ja. Und da bin ich. Jetzt reden wir drüber. Ja, und reden tun wir über das iPhone 10S Max. Ich sag's nur gleich vorweg, alles, was ich über das 10S Max erzähle, gilt natürlich auch für das 10S. Außer die Akkukapazität, die ist da ein bisschen geringer beim 10S. Da kann es sein, dass es ein paar Minütchen weniger sind, die man da hat. Aber ich denke, auch das wird vollkommen ausreichen. Ja, und das iPhone 10S Max habe ich mir gekauft, weil es meiner Meinung nach momentan, auch heute noch, 2021, wirklich so ein bisschen ein Preis-Leistungssieger ist in meinen Augen. Weil mal ganz ehrlich, worauf habe ich geachtet? Ich hatte ja vorher ein Android-Handy, ein Samsung Galaxy 10S Plus und ich wollte einfach keinen Rückschritt erleben. Ja, ich wollte eine Kamera, die mindestens gleichwertig ist. Ich wollte von der Geschwindigkeit im OS mindestens gefühlt genauso gut unterwegs sein. Die Akkulaufzeit sollte ähnlich sein. Ich wollte ein gleichwertiges Display haben, sollte also auch nicht zurückgehen. Und es sollte natürlich nicht gerade 600 Euro und aufwärts kosten, ja, weil ich das einfach nicht bereit war auszugeben. Und für Leute, also ist meine Meinung, für Leute, die einfach einen Einstieg in die Apple-Welt suchen, aber sich noch nicht ganz sicher sind oder die vielleicht noch ein ganz altes iPhone haben, aber keinen Bock haben, da ewig viel Geld auszugeben, glaube ich, die sind genau beim iPhone 10S richtig. Ja, nicht beim 10R oder sonst wo, nein, beim 10S. Weil ich meine, wir gehen es mal durch, was kriege ich denn für mein Geld? Ich kriege ein 6,5 Zoll OLED-Display, was eine Auflösung von 2688 x 1242 Pixel hat und das Ganze bei 458 ppi. Und es ist ein HDR-Display. Also ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Display hier, was im Gegensatz zu LCD-Displays, was ich sogar im iPhone 11 noch drin habe, meiner Meinung nach einfach schöner ist. Jetzt darf man da natürlich nicht übertreiben, weil ich mache ja keinen Vergleich und nehme hier zwei Smartphones und halte die nebeneinander und sage, schau dir mal mein geiles Display an. Im Prinzip geht es immer darum, was habe ich in der Hand und wie gefällt es mir. Und ich garantiere auch ein LCD-Display, wenn ich das Solo in der Hand habe, ist das wunderbar. Da beschwert sich auch keiner drüber, das ist toll. Ich bin aber der Meinung, oder so geht es mir, als ich gewechselt bin auf OLED, wollte ich es einfach nicht mehr missen. Ja? Hat man es einmal gehabt, dann will man es immer wieder und das bleibt dann schon im Kopf. Ich bin mit dem Display vom iPhone 10S Max top zufrieden. Mir gefällt es sehr. Ist
nicht besser als das vom Galaxy S10 meiner Ansicht nach, aber es ist gleichwertig, ja. Wer poppig will, nimmt ein Galaxy, wer es ein bisschen neutraler will, ist beim iPhone richtig, aber jetzt geht schon wieder in die Vergleichsschiene, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich habe das iPhone 10S Max in der Hand, ich schaue aufs Display und bin einfach nur glücklich. Für mich ist das super, also kein Grund mich zu beschweren, alles richtig gemacht. Ja, und dann kommen wir mal zur Kamera. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine Top-Kamera. Ihr wollt technische Daten haben? Ja, können wir machen. Es ist eine Dualkamera mit 12 Megapixel, einmal ein Weitwinkelobjektiv mit einer Blende von 1,8 und einmal ein Zweifach-Zoom-Objektiv, also wirklich optischer Zoom mit einer Blende von 2,4. Aber das soll jetzt einfach mal dahingestellt sein, weil was bringt es denn im Endeffekt? Mir war wichtig, dass ich mir die Bilder nachher am Monitor anschaue oder auch von mir aus am Display vom iPhone anschaue und einfach sage, oh ja, schönes Bild. Und genau das habe ich. Und das iPhone 10 S Max macht wirklich, wirklich, wirklich super Bilder. Gehen wir jetzt wieder hin und vergleichen sie und legen sie nebeneinander. Klar, ein iPhone 12 Pro macht viel bessere als ein iPhone 10 S. Logisch, ja. Aber worum geht's denn? Es geht um denjenigen, der es benutzt und was der in dem Moment einzeln für sich auf dem Tisch hat. Und mit dem iPhone 10S kann man einfach top zufrieden sein, was Fotos angeht. Da muss man natürlich wieder ein bisschen differenzieren. Da gibt's schon, bei der Kamera gibt's schon so ein paar Killer-Features, ja. Wenn jemand unbedingt einen Ultra-Weitwinkel braucht, dann ist das falsche Telefon. Telefon, ja. Merkt, ich bin alt, das falsche Smartphone. Wenn jemand sehr viel nachts unterwegs ist und in Discos fotografiert und einfach gute Lowlight-Qualität braucht, die ist auch nicht ganz grottig vom 10S, aber halt nicht so gut wie die von anderen Android-Smartphones oder vom iPhone 11 oder von gar einem iPhone 12. Ja. Das ist dann einfach ein Killer-Feature, wo ich sage, wenn du das brauchst, wenn du Ultraweitwinkel und super-duper Lowlight-Qualität brauchst, dann ist das Smartphone nichts für dich. Dann ist das 10S Max rausgefallen. Ich persönlich brauche es nicht. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh über das Zoom-Objektiv, weil ich mehr am Zoomen bin, als dass ich einen Weitwinkel brauche. Vor allem, wenn ich mit meinem Kleinsten unterwegs bin und da einfach mal kurz ran will. Ja, wunderbar. Bin top zufrieden, kann man machen. Akku. Akkuleistung ist für mich super duper ausreichend. Mein Akku hat noch 92% Restkapazität, ist ein Gebrauchtgerät, klar. Ich empfehle auch, kauft kein Gerät mit Akku, wo viel kleiner als 90% ist. Ja, das ist natürlich jetzt eine vage Aussage. Also ich würde noch 89 kaufen, ich würde vielleicht noch 88 kaufen. Dann wäre ich aber, glaube ich, schon raus. Ich komme so zwischen 5,5 und 6 Stunden Display-On-Zeit mit meinem 10S Max und ist für mich genau das, was ich will, das, was ich brauche. Es reicht mir. Ich ziehe es morgens aus dem Ladegerät raus und stecke es abends wieder rein. Ja, jetzt, wenn ich mal zu Hause bin, den ganzen Tag oder am Wochenende, dann läuft es so. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, also zumindest bei mir ist das so, ein normaler Arbeitstag läuft so ab, ich ziehe das morgens aus meiner Ladebuchse raus oder ich habe es auch im Bett, um Hörspiel zu hören, und es wurde über Nacht gar nicht geladen, dann steige ich ins Auto und dann hängt es bei mir am Ladegerät dran, weil ich Apple CarPlay benutze und im Geschäft stelle ich es auf, meinen Wireless Charger. Ja, hier im Büro habe ich auch einen, da steht es drin, wird ständig geladen. Also ja, Akku ist, denke ich, wirklich ein zweitrangiges Thema für mich persönlich. Natürlich, es sollte dann, wenn ich irgendwo unterwegs bin und eben kein Akku habe, auch mal ein Weilchen durchhalten, aber mit einer Displayzeit von 5,5-6 Stunden, wie es jetzt in meinem Fall mit 92% noch ist, bin ich top zufrieden. Es gibt noch so ein Killer-Feature, fällt mir gerade ein, das ist 5G zum Beispiel. Wenn ihr unbedingt 5G wollt, ist das Smartphone auch nichts für euch, dann kauft euch kein iPhone 10S, weil das hat es nämlich noch nicht, nur mal so nebenbei erwähnt. Prozessor, ja, es ist ein A12-Prozessor und ja, der ist nicht der neueste, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber da sind wir jetzt auch wieder genau bei dem Thema, wen interessiert's oder worum geht's denn eigentlich? Ich möchte ein Smartphone haben, das ich im OS flüssig bedienen kann. Ja, ich möchte auf YouTube drücken, ist da. Ich möchte scrollen, es scrollt. Es darf nichts ruckeln, es darf mir nicht das Gefühl geben, da könnte ein bisschen mehr kommen. Und das tut es nicht, und zwar zu keiner Zeit. Der A12 ist so verdammt leistungsstark, heute immer noch in
keiner Millisekunde der Zeit, die ich das Smartphone oder das iPhone jetzt getestet habe, hatte ich nur annähernd das Gefühl, ich brauche mehr Speed. Ja. Und ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen verglichen mit dem Galaxy S10 Plus und mal so hier gleichzeitig ein paar Sachen geöffnet. Und meistens war sogar das iPhone 10S Max noch schneller. Aber wenn ich mal 10S Plus und das iPhone 10S Max so überleg im Betriebssystem selber, also auf Android und iOS, das iOS kommt mir wirklich extrem viel flüssiger vor. Ja, das läuft einfach runter und ich bin mit dem A12 extrem zufrieden und ich denke, das werde ich dann auch in den nächsten 2 bis 3 Jahren noch sein, in denen es dann eben auch noch Software-Updates für das Telefon geben wird. Ja, da sind wir schon beim Thema Zukunftssicherheit. Natürlich, je länger, umso besser, aber ich meine, für den Preis, und dazu kommen wir noch ganz am Schluss, was ich für so ein 10S Max oder 10S noch auf den Tisch legen muss, habe ich noch 2 bis 3 Jahre garantiert Software-Updates, vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar noch länger. Was will man mehr? Alles gut. Ja, schau dir das mal bei manchen Android-Herstellern an oder bei Android-Smartphones an. Da kannst du schon froh sein, wenn du noch die nächste Version kriegst. Ja, und da keine Gedanken. Ja, also ganz ehrlich, tipptopp. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben noch die Bedienung und die Größe. Das Ding ist riesig, ja, 6,5 Zoll, aber da muss ich euch nichts erzählen, das müsst ihr selber wissen, nehmt es in die Hand, probiert es aus. Ich finde es genial, ich will das so groß, vor allem, weil ich auch ein bisschen Blindfisch bin. Ich brauche diese Displaygröße, ich kann es auch bedienen, aber das muss jeder für sich selber wissen, also über die Größe sprechen macht eigentlich keinen Sinn. Aber 6,5 Zoll, kann ich sagen, ist wirklich eine richtig große Größe und muss man einfach mögen. Ja, dann habe ich noch die Verarbeitung. Und die Verarbeitung von dem 10S Max ist wirklich top. Ich meine, ich habe eine Glasrückseite, logischerweise eine Glasvorderseite. Ich habe noch diesen abgerundeten Rand. Was soll ich sagen? Es ist wirklich, wirklich, wirklich top. Aber es ist auch nichts anderes zu erwarten, von was reden wir, wenn ich das Samsung Galaxy S10 Plus in die Hand nehme, das ist genauso gut verarbeitet. Ja, wir reden ja dann jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Billigmarken, wir reden von Premium-Marken und von Premium-Smartphones, die einfach jetzt in die Jahre gekommen sind. Und was ist anderes zu erwarten? Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ah, die Verarbeitung von dem 10S Max, die ist aber kacke. Nein, ist sie nicht, weil sie ist noch genauso gut wie vor 2, 3 Jahren. Und da war sie einfach absoluter High-End-Standard. Und ja, es liegt klasse in der Hand mit den Abrundungen. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, die eckige Version von den neuen iPhones in der Hand zu haben, weil ich finde das klasse. Ja. Und ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht in der Hand gehabt, so ein iPhone 12. Kommt vielleicht noch, aber ja, ich kann da nicht meckern. Ich finde die Verarbeitung und die Haptik von dem Smartphone wirklich, wirklich top. Ja, jetzt habe ich doch noch was vergessen. Das schiebe ich jetzt einfach noch zwischendrin. Da schneiden wir jetzt auch nicht noch mehr dran rum, und zwar der Sound. Der Sound, ich habe einen Stereo-Sound und der Sound ist gut. Er ist gut, er ist laut, er ist das, was ich erwarte. Ja, also ich meine, es ist ein Smartphone. Ja, da gibt es natürlich auch sehr grottige Lautsprecher bei manchen Herstellern, aber der hier gehört schon wirklich zu den guten. Ich bin damit top zufrieden und habe jetzt nicht da eine riesen Überraschung gelegt. Oh, er lebt so, oh, jetzt habe ich ein iPhone. Krass, was da rauskommt. Nein, aber wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ja. Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt, und das ist der Preis. Und der Preis ist, und deswegen habe ich es mir eigentlich auch gekauft, gigantisch. Ich meine, ich habe wirklich einen absoluten Schnapper gemacht. Ich habe 300 € bezahlt für das iPhone XS Max in absoluter Neuqualität. Sogar das Zubehör war noch original verpackt, aber das wurde noch nicht mal angefasst. Wirklich tipptopp mit 92% Akku-Restleistung. Für 300 € musste ich kaufen und hätte jeder da draußen nicht anders gemacht, und wenn er es danach wieder teurer verkauft. Aber realistisch ist, auf dem Gebrauchtmarkt für ein iPhone XS Max 350 bis 400 €. So ist es. Ich habe mit ganz vielen Anbietern geschrieben. Ich habe mit ganz vielen Kontakt gehabt, bevor ich den Schnapper hier durch Zufall bekommen habe.
Aber realistisch sind tatsächlich 350 bis 400 Euro. Und wenn man sich mal überlegt, ich lege jetzt maximal 400 Euro hin, eine Akkukapazität so um die 90%, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Soll es nämlich das iPhone 11 sein, da lege ich schon wieder mindestens 200 Euro drauf. Ja, und das muss man sich dann schon gut überlegen. Hat das iPhone 11 oder gar das iPhone 12, da lege ich noch mehr drauf, wirklich so viel mehr für mich zu bieten? Brauche ich das auch wirklich? Und wie gesagt, ich spreche jetzt wirklich von preisbewussten Menschen, die da einfach mal nur reinschnuppern wollen wie ich, oder die halt einfach von einem sehr alten Modell kommen und einfach ein aktuelles Modell wollen, mit dem sie noch eine Zeit lang glücklich sind und einfach Spaß haben. Ja, und da ist es für mich einfach Preis-Leistungssieger. Mich interessiert, was ihr dazu denkt. Schreibt es mal in die Kommentare, und ich wette, da gibt es so eine Kluft zwischen den Meinungen, die gehen total auseinander. Trotzdem, ich will es wissen, was denkt ihr, was hättet ihr getan, was empfehlt ihr? Und da aber bitte mal zu den Gedanken, ich will immer das Neueste haben, rauslassen. Ja, ich habe den Gedanken auch, aber wie gesagt, bei mir wächst halt das Geld auch nicht auf den Bäumen, und ich war mir halt nicht sicher, macht mir das überhaupt Spaß, ja? Oder werde ich es dann nachher gefrustet wieder verkaufen müssen, wahrscheinlich noch mit Verlust, weil es halt doch nichts für mich ist, ja? Und da war das einfach die allerbeste Option. Ich mache jetzt hier Schluss. Eigentlich wollte ich im Anschluss noch direkt an das Video anhängen, wie der Umstieg auf iOS war, aber das Video ist schon so lang und ich habe mir geschworen, meine Videos sollen kürzer werden, und ihr merkt, ja, jetzt schon wieder, es nimmt mit mir einfach kein Ende. Laber, laber, laber und so weiter. Vergesst nicht, es gibt noch das Gewinnspiel für die Apple AirTags. Ich pause nochmal hier oben in die Infobox rein, hackt da drauf, lasst einen Hashtag da. Und ihr habt die Chance, einen AirTag zu gewinnen. Das wird übernächsten Sonntag ausgelost. Und ich hoffe, euch hat es hier alles gefallen, vielleicht sogar ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, Daumen hoch und ein Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal zum Thema iOS und mein Umstieg dahin. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.